Je m'appelle Grégoire. Ich heiße Grégoire, ich bin 28 und komme aus Frankreich. Für diesen Einsatz bin ich im Flüchtlingslager von Domis tätig, das im kurdischen Teil im Norden Iraks liegt. Ich bin der Logistikverantwortliche für das Spital und bestimmte Tätigkeiten im Lager. Die Sprachbarriere macht die Arbeit schwieriger, aber wir wissen uns zu helfen. Die Leute sind sehr kompetent und sehr selbstständig. Ahmed ist mein Logistikassistent. Er ist mein rechter Arm im Spital. Er ist eine wichtige Person hier, denn er ist der Einzige, der auch Englisch spricht. Im Spital sind wir Logistiker auch für die Hygiene zuständig. Hygiene und Abfallentsorgung, damit das Personal sauber arbeiten kann. In den letzten 6 Monaten haben wir die Wasserversorgung aufgebaut. Die Menschen im Lager hatten überhaupt keinen Zugang zu Trinkwasser. Es gibt 2 Arten der Wasserversorgung. Erstens die Tankwagen, die die Tanks der Familien füllen. Und zweitens ein normales Leitungssystem. Hier wird meist phasenweise alle 2 Tage 2 Stunden lang Wasser gepumpt. Das reicht meist, um die Tanks zu füllen. Hier aber waren die Leitungen 3 Wochen unterbrochen. Jetzt funktionieren sie zum Glück wieder. In diesen 3 Wochen kam alle 4 Tage ein Tankwagen. Er füllte 500 Liter auf für 12 Personen, die hier leben. Im Flüchtlingslager Domis treffen wir Vorbereitungen für den Fall eines Cholera-Ausbruchs. Cholera kann dramatisch sein. Darum bereiten wir uns hier für den Notfall vor. Wir brauchen einen geeigneten Platz und müssen das Material für den Einsatz bereitstellen. Hier bauen wir Zelte, die gelagert werden. Sie werden nur für den Fall eines Cholera-Ausbruchs benötigt. Die Menschen hier schätzen unsere Arbeit sehr. Sie haben ein gutes Gespür und respektieren uns als NGO. Sie begreifen, dass wir ihnen helfen wollen. Wir versuchen, etwas zu geben und sie nehmen es dankbar an, was nicht überall der Fall ist. Jeder kann versuchen, als humanitärer Helfer zu arbeiten, aber nicht jeder ist dafür gemacht. Um ehrlich zu sein, beim ersten Einsatz war ich nicht vollends überzeugt. Ich wollte noch mehr erfahren. Dann habe ich vor Ort Eindrückliches erlebt und das hat mir etwas gebracht. Ich habe begriffen, was wir bewirken. Ich habe begriffen, warum wir da sind. Wir waren übrigens die Einzigen vor Ort. Ich habe den Sinn und Zweck unserer Arbeit wirklich verstanden und darum mache ich es auch weiter. Aber wenn ich nicht mehr daran glaube, dann höre ich auf. Jawohl.